Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute schauen wir mal in den gestrigen Stream von Reini rein, denn er hat mal wieder alleine gestreamt und wir hören uns mal an, was er da zu sagen hat. Denn da sind ein paar sehr interessante Aussagen dabei gewesen. Ich werde mal ein bisschen was zusammenschneiden, was interessant ist. Das ganze Stream ging, glaube ich, eine Stunde lang und wir nehmen natürlich nur die wichtigen Szenen hier raus. Bevor wir anfangen, geht mal gerne auf den Kanal von Pen and Paper Drachenlord, der macht eine sehr gelungene Aufarbeitung der TikTok-Typen, die da mit Reini immer unterwegs sind im Moment und er hat nun das erste Video über Jason rausgehauen. Ich fand das wirklich interessant, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, das lohnt auf jeden Fall. Ich blende es euch mal oben in der Ecke ein und verlinke es auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Und dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung noch einen Telegram-Kanal vom Drachenlord Endgame. Dort werden in letzter Zeit immer mal wieder Videos von Reiners Überwachungskamera reingehauen. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie es aussieht, wenn Reini einen Hater durchs Tor beißt, oder wie es ist, wenn sich ZDK, der Handtuch-Hater und Reini im Ring üben, könnt ihr da mal reinschauen und euch mal diese Videos anschauen. Okay, dann lasst uns mal in den Stream von gestern reinschauen, den er ohne Kamera aufgenommen hat, weil ja seine Kamera vom Handy immer noch kaputt ist. Ja, nur komisch, dass die Kamera seine Kurzvideos ja noch aufnehmen konnte, die er noch vor ein paar Tagen auf TikTok wieder hochgeladen hat. Nur beim Stream ist die ja scheinbar kaputt. Naja, wir schauen mal rein. Was hat mit dem Neuanfang auf sich? Okay, ich glaube, ein paar von euch, die wissen noch gar nicht, dass ich jetzt ja öfter mal mit Empire und mit, ich weiß leider nicht, wie der ganze Name ausgesprochen wird, mit Empire und mit Katal öfter gestreamt habe. Also ich bin auch öfter mal bei denen im Stream gewesen. Und es ist jetzt so, dass ich. Man merkt nun allein an seiner Sprechweise, dass er nebenbei gerade was am Machen ist. Vermutlich spielt er gerade Cookie Clicker. Man hört das im Stream auch immer mal wieder, dass er ständig da am Rumklicken ist und sich überhaupt nicht auf den Stream konzentriert. Und das, was er eigentlich sagen möchte, kommt halt überhaupt nicht an. Und da merkt man dann auch schon wieder, dass eine Änderung bisher noch nicht stattgefunden hat bei unserem Reini. Oh Wunder. Aber hey, er will ja auch erst zum 17.04. anfangen und darauf komme ich dann gleich auch nochmal zu sprechen. Angefangen habe, mein Leben ein bisschen zu verändern. Und es ist jetzt so, dass die ein bisschen was organisieren für mich und ich dann in der Lage bin, mein Leben zu optimieren. Und am 17. soll es losgehen. So, also die Typen, mit denen er in letzter Zeit da zusammen gestreamt hat, organisieren was für ihn und dann will Rainer sein Leben optimieren. Ich bin ganz ehrlich der Ansicht, optimieren ist hier nicht so ganz das richtige Wort, sondern eher irgendwie in kleinen Teilen eine lebenswerte Bahn zu bringen. Interessant finde ich aber, dass Jason ja angekündigt hat, dass die Videos mit Rainer, die sie ja vorhaben zu drehen, erst am 17.04. starten, weil sie ja noch so viel planen müssen und, und. Das sagt Rainer hier gleich ja auch nochmal. Und ich sage euch da mal zwei Sachen zu. Nummer eins, ich glaube, ich weiß, wie das wohl ablaufen soll. Nämlich, dass Reini und Jason zusammen einen YouTube-Kanal aufmachen, der auf Jason halt läuft und Reini dort nur als Gast fungiert und somit der Kanal nicht gebannt wird, weil es ja Jasons Kanal ist und er quasi nur eine Doku in Anführungsstrichen über Reiner macht, wie der halt sein Leben ändert. Und die Einnahmen gehen dann halt zu Teilen an Reiner. So umgeht Reiner halt seine YouTube-Sperre und Jason sahnt gut ab mit der Reichweite, die Reiner halt hatte auf YouTube. Das ist das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das so ablaufen wird. Dann die zweite Sache ist, dass wenn es wirklich um Reiners Lebenswandel gehen würde, also dass er abnehmen soll, dass er anderen Content bringen soll und so weiter, man sich dann doch keinen Monat Zeit lässt dafür. Gesund ernähren kannst du von heute auf morgen ändern. Deinen Content kannst du von heute auf morgen ändern. Der einzige Grund, warum die halt nach einem Monat das alles nach hinten geschoben haben, ist der, dass Jason und seine Kumpanen ja Reini wahrscheinlich melken wollen wie eine Kuh und alles, was er dann ja machen soll in irgendwelchen Videos mit wahrscheinlich ordentlicher Technik, dann ordentlich festgehalten werden soll, damit es natürlich auch die Barne einbringt. Und hey, sind wir ehrlich, können sie auch von mir aus so machen, spricht ja auch nichts dagegen. Nur dann sollte man halt nicht diesen Vorwand raushauen, man macht das ja alles nur, um Rainer zu helfen und hat noch so viel zu planen, daher kann man das nicht sofort starten. Mal ganz davon abgesehen, aus Rainers Position, wenn ich selber wirklich was ändern wollen würde an meinem Leben, würde ich halt nicht sagen, okay, in einem Monat fange ich an. Nee, dann würde ich halt sagen, okay, jetzt geht's los, weil ich was ändern möchte. Das ist so, als wenn ich dann irgendwie, weiß nicht, Ende November oder Anfang Dezember sage, ja, meine Vorsätze fürs Neue, ja, sind aber XY Kilo abzunehmen. Aber den Dezember esse ich erstmal nochmal schön weiter. Dann kann ich diese Vorsätze auch gleich in die Tonne kloppen. Wenn du wirklich diesen Willen hast, etwas zu ändern, dann fängst du natürlich heute damit an, bei den Sachen, die du auch heute ändern kannst.
Und Rainer macht das halt nicht. Das zeigt mir auf jeden Fall, er hat selber keine Lust daran und macht das nur aufgrund der Barne, die er wahrscheinlich durch irgendwelche Videos dazu dann einstreichen möchte. Da kommt mir dann gerade auch noch so ein Gedanke. Eigentlich hatte ja die Thursday Company ja alle Rechte an seinen Werken und die müssten ja zustimmen, wenn er irgendwas macht, beziehungsweise mit anderen Firmen oder auf anderen YouTube-Kanälen dann irgendwie zusammenarbeitet. Ist aus diesem Vertrag der Thursday Company jetzt komplett raus? Mein letzter Stand ist, dass der Vertrag erstmal auf Eis liegt, aber nicht gekündigt ist oder ähnliches. Daher alles so ein bisschen verworren, wer da jetzt nun die Rechte an Reinis Bildmaterial hat. Aber solange Reini durch seine vielen Verträge und Rechteabtretungen durchblickt, müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Danke für die ganze Unterstützung, Leute. Es ist jedenfalls so, dass es sich jetzt verändert hat. Und mein Vorgehen jetzt auch anders ist. Aber für alles Weitere, da müsst ihr dann noch ein bisschen warten. Am 17.04. geht's los. Ja, also es wird auf jeden Fall einiges gearbeitet. Aber wie das genau alles vor sich geht, da kann ich euch aktuell leider keine Infos geben, weil ich es selbst nicht weiß. Das wird dann nicht von mir organisiert. Deswegen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob die sich damit einen Gefallen tun und Reini nun eine Plattform irgendwie zum Beispiel auf YouTube zurückgeben wollen. Ich glaube, uns ist ja allen klar, was gewollt wird. Reini soll halt eine Änderung durchmachen, damit die Hater nicht mehr sagen können, Reini baut wieder Mist und macht nur Müll und Jason macht sich damit dann die Taschen voll. Das Problem ist nur, das haben vor ihm auch schon ganz andere Leute versucht, zum Beispiel ein Kevin Wolter. Wie das für den geendet hat, ist dem hoffentlich dann auch bekannt, denn sowas kann halt schnell in der Drachenbubble nach hinten losgehen. Es gibt nämlich in dieser Bubble genügend Leute, die es nicht gerne sehen, wenn Reini zum Beispiel so geholfen wird, dass er wieder auf YouTube seinen Kram veröffentlichen kann, nur weil der Kanal dann vielleicht auf einen anderen Namen läuft. Also wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist und die sich das richtig überlegt haben. Wieso erst zu spät? Organisation braucht nun mal etwas Zeit und man kann ja schlecht innerhalb von ein paar Tagen alles in die Wege leiten, was man ändern möchte. Und deswegen braucht das alles so ein bisschen seine Zeit. Nö, komplett falsch. Abnehmen kannst du sofort starten. Sport machen kannst du auch sofort starten. Contentwechsel kannst du auch sofort starten. Das Einzige, was vielleicht gecheckt werden muss, ist irgendwie eine Mitgliedschaft in einem Studio mit einem Trainer, der dir dabei hilft. Ja und dann? Was brauchst du dann noch einen Monat Zeit? Ein Airbnb irgendwo anzumieten in der Nähe vom Studio? Nö. Einen YouTube-Kanal einrichten? Nö. Hat Jason ja auch schon gemacht. Also ich sehe keine Probleme, die einen Monat Zeit benötigen für eine Vorbereitung. Für mich sind das halt irgendwelche Ausreden, um den maximalen Profit da irgendwie rauszuschlagen, nicht um Rainer zu helfen, wie man das da halt darstellt nach außen hin. Ja, da werdet ihr mir, denke ich, zustimmen, dass man nicht immer dass es nicht so einfach ist, sein Leben auf einen Schlag zu verändern. Und um organisatorische Sachen zu machen, muss man nun mal auch entsprechend das Ganze alles umsetzen. Ja, also wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen drauf, was die Sache angeht. Also man kann ja nicht von heute auf morgen das Ganze so in die Wege leiten. Deswegen, wie gesagt, es geht los am 15. Nee, nicht am 15., Entschuldigung, am 17. 17. geht's los. Und genau, am 17. geht's los und dann machen wir. Na, was sagt ihr? Man merkt überhaupt nicht, dass er abgelenkt ist, oder? Er streamt für seine zahlenden Zuschauer, das muss man sich nochmal überlegen. Und er redet vom neuen Content und an Qualität? Ach, Rainer, damit könntest du auch sofort anfangen. Und was machst du? So ein Stream hier wieder. Wahnsinn. Dann fangen wir an mit der Umarbeitung alles. Das ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch drauf. Das sind ja unter anderem Sachen, die ich schon sehr, sehr lange machen will. Noch eine Galaxie, was zur Hölle ist heute los? Vielen, vielen lieben Dank. Was zur Hölle? Krass. Dankeschön. Das sind ja schon lange umsetzen möchte. Und das ist momentan ganz cool, dass ich das jetzt so machen kann.
Du kannst doch dein Leben sofort ändern, Reini. Seit Jahren kannst du das sofort starten. Junge, Junge, Junge. Er muss wirklich bei allem an die Hand genommen werden, sonst wird das nichts. Und genau das ist halt der Grund, warum ich sage, er muss in seinem Leben bei komplizierten Fragen, zum Beispiel wenn es um Finanzen geht, einen Betreuer an der Seite haben. Darf ich fragen, wie du dich vorbereitest auf den 17. und wie du weitermachst? Ich kann dir dazu gerade aktuell nichts sagen, das ist ja aktuell alles in Planung. Derzeit bereite ich gar nichts vor, weil es ist ja nicht meine Aufgabe, ne? Darum kümmern sich ja andere. Andere kümmern sich darum, dass sein Leben anders wird. Nee, Reini, fang du doch mal an, selber was zu machen an deinem Leben. Eigenverantwortung. Das ist so dieses alte typische Ding bei Reiner. Ich kümmere mich doch selber um nichts. Andere sollen sich um meine Probleme kümmern und ich sage es euch zu 100%. Wenn es dann nicht nach Reiners Willen läuft, wird sich wieder ganz schnell an dem Punkt gestritten und dann wird irgendwann abgebrochen, weil er keinen Bock mehr darauf hat. Montag immer schwer. Montag? Ach so, wie ein Tag, ja. Bei mir geht's eigentlich gut, ich bin was müde. Ja, Reini, gestern als du gestreamt hast, war Montag. Kann man als vielbeschäftigter, selbstständiger Schichtarbeiter schon mal schnell durcheinander kommen. Ich finde es schade, dass die dir, Jason, vorschreibt, was du machen sollst. Sollten Freunde nicht machen. Also erstmal, Jason und ich sind ja nicht befreundet. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens schreibt er mir nicht vor, was ich machen soll. Doch, genau das passiert. Er sagt, entweder machst du mit oder du bist auf dieser Plattform Geschichte. So hat er das ja auch klar ausgedrückt, dass er dafür sorgt, dass du auf dieser Plattform dann Geschichte bist. Daher schreibt es dir halt schon vor und du kuschst halt davor. Kannst du ja auch machen, wenn du willst. Ich bewerte das ja jetzt nicht negativ. Aber dann solltest du halt auch ehrlich sein und das auch zugeben können. Das gehört ja auch zu deinem Imagewechsel und dem neuen Content dazu, dass du mit der Lügerei natürlich aufhören musst. Aber ich glaube, darauf können wir lange warten. So, Jason schreibt mir überhaupt nichts vor, mal um das klarzustellen kurz. Das geht auch für Katal. Mir schreibt, Leute, ihr müsstet mich doch eigentlich besser kennen. Niemand schreibt mir vor, was ich zu machen habe. Ich entscheide mich dafür, etwas zu machen oder ich lasse es. Mir hat noch nie jemand was vorgeschrieben. Ich werde mir auch nichts vorschreiben lassen, ich bin ich. Jason und Katal haben aber gesagt, sie zerstören dich, wenn du kein Fitness machst. Also zunächst mal, glaubst du wirklich, dass ich mich... Ich sag's nochmal, ihr kennt mich doch, Leute. Habe ich mich je von irgendjemandem vernichten lassen? Und zweitens, Jason und Katal sind gute Jungs. Die helfen mir jetzt oder die versuchen mir zu helfen. Und auch wenn das vielleicht oft anders dargestellt wird, ich weiß, wenn mir jemand helfen will und ich versuche auch das anzunehmen, wenn ich glaube, dass das eine reelle Chance hat, umgesetzt zu werden. Und das glaube ich bei den beiden. Ja, du bist halt etwas naiv in der Sache. Vielleicht sogar etwas mehr oder extrem naiv. Dass die das als große Videodokumentation planen, zeigt halt jedem, dass es denen nicht um dich, sondern um deren Einnahmen geht. Und natürlich kuschst du vor denen. Das brauchst du auch nicht solche tollen Sprüche hier irgendwie raushauen von wegen, ja, ich habe noch nie vor irgendjemandem was vorschreiben lassen. Wenn jeder im Stream halt sieht, wie du Kleinlaut zu allem Ja und Amen sagst, was die dir vorschreiben. Wie gesagt, ist ja auch okay, ohne Wertung. Nur dann sag halt die Wahrheit und mach hier keinen auf dicke Hose, wenn du bei denen im Stream immer so klein mit Hut bist. Ich lass mir von niemandem was sagen. Das dürftet ihr ja wissen. Und wie gesagt, wenn mir jemand helfen will, von dem ich ausgehe, dass es auch eine reelle Chance hat, dann habe ich da auch kein Problem damit, das anzunehmen. Und bei den beiden scheint die Chance sehr groß zu sein, dass es auch funktioniert. Und auch gut ausgeht für alle Beteiligten. Nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten. Hast du mal überlegt, dass Jason vielleicht versucht, einfach Fame und Aufmerksamkeit über dich zu bekommen? Jason über mich. Hast du seinen Kanal gesehen? Der hat mehr Follower als ich auf TikTok. Ach du meine Güte. Ja, 50 Euro investiert und ich habe auch 200.000 Follower auf TikTok. Nur blöd, wenn die allermeisten seiner Videos irgendwie 5.000 Views haben. Ja, dann helfen dir auch ein paar hunderttausend Follower nichts. Alleine schon wieder diese Denkweise von Reiner. Oh, der hat mehr Follower als ich, also ist der was Besseres. So ein Schwachsinn, wirklich. Auch wenn man da mal ein Video bei ist, was irgendwie eine Menge Views hat. Ja, das sagt halt null. Ich schau mal gerade nach. Hier, 3 Millionen Views auf einem Video von TikTok kosten 6 US-Dollar. Und daran abzuleiten, ob jemand im Leben es geschafft hat oder nicht. Ja, Reini, darauf kannst auch nur du kommen.
Er ist aber mit Sicherheit nicht annähernd so bekannt wie du, Drache. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Und Leute, tut mir bitte den Gefallen und hört auf zu versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben. Das schafft ihr ohnehin nicht. Schau mal, Rainer, das sind wahrscheinlich sogar Leute im Chat, die es gut mit dir meinen. Und die dir klar machen wollen, dass du dich da an total bekloppten Sachen aufhängst, wie sowas wie die Followerzahl. Und du, Rainer, siehst das halt wieder als Angriff und meinst, die Leute wollen halt einen Keil zwischen Jason und dir treiben. Vielleicht wollen die dich aber auch einfach nur vor einem ganz blöden Fehler bewahren, den scheinbar mehrere Leute sehen, du aber nicht wahrhaben möchtest. Naja, dann kamen auf jeden Fall noch ein paar Gäste rein, die Rainer Honig um den Bart schmieren mussten. Aber dann kam noch diese eine Szene hier. Aua. Oh. Toll. Jetzt habe ich mir den Rücken versaut. Und das ist halt auch so bezeichnend für den körperlichen Verfall von Rainer. Beste Voraussetzung, wenn es in Kürze mit Sport losgehen soll. Naja, aber dann hast du ja wenigstens schon mal eine Ausrede parat, wenn du auch mal heute wieder nicht trainieren konntest. Natürlich ist es gar nicht so einfach, jemanden so reinzunehmen. Oh, warte mal kurz. Irgendwas habe ich mir gerade mit dem Rücken gezerrt, als ich mich gerade nach hinten gelehnt habe. Au, So da. aber Also. das geht im Sitzen schlecht. Au, ich komme nicht hoch. Entschuldige. Oh, es ist doof. Mein armes Kreuz. Eine Massage wäre nicht schlecht. So, und du wolltest noch was fragen? Hallo? Ist er jetzt rausgegangen oder rausgeflogen? Schade. Ich kann es nicht gewesen sein, ich bin aufgestanden. Au. Ich habe von vielen Leuten Unterstützung bekommen. Also mal abgesehen davon, ich habe mich auch immer dafür bedankt. Zum Thema Spenden möchte ich aber gerade gar nichts mehr sagen, weil das darf ich aktuell auch gar nicht aufgrund der Vereinbarung, die ich mit Katal und mit Empire getroffen habe. Darf ich dazu im Moment auch gar nichts sagen und möchte dazu auch gar nichts sagen. Er darf dazu nichts sagen aufgrund von Vereinbarungen mit Katal und Jason. Heißt das, die haben einen Vertrag geschlossen? Oh, Rainer, wenn du das wirklich gemacht hast, bist du wieder in das nächste Fettnäpfchen getreten. Unglaublich, dieser Typ. Ich glaube nicht, dass Rainer das wirklich so explizit ansprechen würde, wenn das nur irgendwie besprochen worden wäre. Das hört sich für mich schon sehr nach irgendwas Schriftlichem an, was die ausgearbeitet haben. Wirklich unglaublich. Und er denkt wirklich noch, die machen das, weil die ihm helfen wollen. Schließt ja auch immer Verträge mit Leuten ab, denen ihr beim Abnehmen helfen wollt? Was kann man teilen, mit dir anstellt, wenn du das Fitnessprogramm nicht schaffst? Von nicht schaffen, du ganz ehrlich, ich mache mir keine Sorgen, dass ich irgendetwas nicht schaffe, ja? Weil ich schon immer der Meinung bin, wenn ich durchziehe, ziehe ich durch. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich etwas nicht schaffen kann. Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich es mit YouTube schaffen kann oder nicht. Ich habe einfach durchgezogen. Und wenn auch mehr schlecht als recht, bin ich heute hier. Ja, sehr schönes Beispiel, was bei Reini falsch läuft. Ich habe durchgezogen und mir keine Gedanken gemacht. Ja, vielleicht hättest du die vor dem Durchziehen auf YouTube, während du einen Strike hast, auf deinem Zweitkanal, aber deine Videos hochlädst, mal Gedanken machen sollen. Vielleicht hättest du dann noch deinen Kanal auf YouTube. Einfach unglaublich, Reini. Er zieht durch und macht sich keine Gedanken. Und dann wundert er sich, warum er nun obdachlos, ohne Führerschein und ohne seinen jahrelang aufgebauten YouTube-Kanal ist. Jason hat Recht, dir das zu verbieten. Was? Hat kein Recht, dir das zu verbieten. Ich werde mich dazu nicht äußern, wie gesagt. Ich hätte es eigentlich mal vorlesen sollen. So, aber danke für die Unterstützung auf jeden Fall, Leute. So, Leute, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Ich muss jetzt erstmal was gegen meinen Rückenschmerzen unternehmen. Und anschließend schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache und tschö, tschö. Ja, und das war's dann auch schon. Die ganzen Gespräche mit den Drachis und den Orten, wo Rainer mal überall hin will, habe ich mal rausgeschnitten. Da war jetzt nichts besonders Interessantes bei. Aber ich finde es halt sehr bezeichnend, dass ein kompletter Chat gegen dieses Vorgehen von Jason war und Rainer immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Jason Rainer unter Druck setzt und er so klein mit Hut ist, sobald er bei denen im Stream ist, aber in seinem Stream, wenn er halt alleine ist, einen auf dicke Hose macht, von wegen, ja, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ablaufen wird zwischen diesen Typen und wie lange
das dauert, bis Rainer das dann abbricht. Ich sage mal 3 Wochen. Vielleicht 4, wenn er sich ein bisschen quält. Naja gut, wir lassen uns mal überraschen. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Dienstag und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde.